Hallo, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich heute mein Wohnzimmer umdekorieren, weil ich hatte euch ja das alles in dem Deko-Haul gezeigt. Falls ihr noch nicht gesehen habt, verlinke ich ihn euch gerne in die Infobox. Da habe ich euch gefragt, ob ihr so ein Dekorieren-Video sehen wollt. Und ihr habt ja gesagt, haben wir ja schon im Herbst zusammen gemacht. Deswegen, das kam auch gut an und jo. Die Platte hier, die Scheiben hier, dieses Milchglas hier hinten, ist so grünlich. Und das passt dann zu dieser Marmorplatte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das jetzt hier hinstellen werde oder vielleicht da hinten in die Ecke. Mal gucken. Ich habe auch neue Blumen gekauft. Hello! Die sind so schön. Das ist eine ganz schöne Kombination. Die kommen gleich in diese Vase hier mit diesen verwelkten Blumen. Und was ich hier auch gekauft habe, ist so viel Schleierkraut, dass ich eigentlich eine Hochzeit schmeißen könnte. Das soll jetzt hier in diese Vasen hier rein, weil diese Kunstblumen hier, die, weiß ich nicht, die ärgern mich so ein bisschen, ich weiß nicht, die sitzen da nicht so schön drin. Die Schleierkraut trocknet super und das hier habe ich auch, ich weiß nicht leider, wie das heißt, aber das habe ich auch mitgenommen, um das so dazwischen zu stecken. Diese kleinen habe ich auch mitgenommen, so süß sind die. Und dann werde ich auch das hier mal endlich entsorgen. Ich werde aber den Schleierkraut, der da drin ist, mit rausnehmen und das hier mit rausnehmen noch und den hier mit rausnehmen, weil die muss man jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Als erstes suchen wir mal die Kissenbezüge, die gebügelt werden müssen. Das zum Beispiel. Die hier muss ich auf jeden Fall einmal bügeln. Bevor jetzt Fragen kommen oder so, zeige ich mal kurz mein Outfit und sage, was woher ist. Und zwar, dieser Rolli ist von Zara. Ich ist auch schon ein bisschen älter, also ist nicht mehr ganz so aktuell, aber ist ein schwarzer Rolli. Dann diese Hose ist von Nike. Die habe ich bei Onigo gekauft, aber gibt es auch hier online. Das ist so eine Baggy. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, wie es im Moment aussieht. Also es ist so, es gefällt mir im Moment nicht. Es ist ein bisschen so leer oder farblos und ich freue mich sehr, jetzt diese Kisten hier dran zu machen. Kisten. Wo stelle ich euch denn am besten hin? So, tada! Ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt mache ich die Vase hier einmal sauber und stelle die neuen Blumen da rein. Oh, die sind echt schön, Leute. Passt voll hier zu diesem Braun hier im Essbereich. So, von der Seite sieht das doch noch was aus. Da kommen übrigens Blüten raus, meinte sie. Also, die halten wohl sehr lange. Und diese Böbbelchen da auch. Ich räume das jetzt hier alles mal ab und mache das mal sauber. Jetzt gucken wir mal als nächstes, was wir von hier noch gebrauchen können. Weil das hier zum Beispiel, das schmeiße ich nicht weg, das ist ja voll ausgetrocknet. Aber hier den Eukalyptus, den habe ich schon keine Ahnung wie lange. Und ja, das werde ich mal auseinandernehmen. So, ich hatte die noch in dem einen Strauß da. Und ich denke, das sieht jetzt ganz cool aus, oder? Das wird jetzt alles trocknen. Ich liebe so getrocknete Blumen. Die habe ich jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele Wochen. Und die auch. Also, kann mich nicht erinnern, wie lange ich die habe. Bestimmt schon 2 Monate. Und die trocknen halt auch. Wie schön das aussieht. Oh. Und was ich auch sehr schön finde, ist jetzt diese Vase hier. Was ich jetzt machen werde, ist diese 2 Vasen da voll machen. Da sind die Kunstblumen. Hier sind die richtigen. Ich habe die ein kleines bisschen abgeschnitten, weil die doch schon relativ hoch waren. Und werde jetzt diese Stäbe oder diese Zweigestäbe noch dazugeben. Tada, so sieht es im Moment aus. Ich finde 1000-mal schöner als die Kunstblumen, die ich vorher drin hatte, weil die Vase einfach auch so tief ist. Klar, man hätte jetzt Zeitungspapier und sowas drunter machen können, aber ich dachte mir, das ist fast so wie Kunstblumen kaufen eigentlich. Die trocknen ja und dann bleiben die ewig. Man muss nur so ein bisschen aufpassen, natürlich am Ende lassen die sich halt nicht mehr so bewegen wie Kunstblumen. Tada, fertig. Nochmal kurz betonen, wie schön das ist, oder? Guckt mal, das habe ich jetzt einfach hier in die Ecke gestellt. Wenn es mich stört, dann werde ich es noch wegräumen, aber bis jetzt ist es, glaube ich, ganz cool so. Ich werde noch irgendwie so ein Holzdings da kaufen, ne? So ein Teil und das dann dahin legen, aber die Ecke ist auch sehr süß geworden. So, ich würde sagen, ich mache einmal kurz das Licht an, weil es, glaube ich, schon sehr dunkel ist draußen. Aber ich bin
fertig geworden. Ich zeige euch noch mal einmal ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Also wenn man reinkommt, dann sieht man direkt das hier. Daher habe ich diese Vase hier hingestellt. Einfach in Kontrast zu dem Grau-Silber. Dachte ich, sieht das ganz cool aus. Dann kommt... Also ich zeige euch das einmal so. Ich weiß nicht, wie ich das genau machen soll, aber so sieht dieser kleine Tisch hier aus. Das Buch habe ich schon länger, aber das stand immer da in diesem großen, dieser großen Vitrine und da ist es untergegangen, ne, weil das Buch auch so klein ist. Und dann habe ich hier die restlichen getrockneten Blumen reingemacht, die ich noch in dem alten Strauß hatte und eine Kunstblume. Und dann die Kerze und so hatte ich auch schon und das habe ich dann einfach neu umdekoriert. Dann habe ich diese zwei Decken so übereinander gelegt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das so lasse. Dann die Kissen. Die sehen ein bisschen in der Kamera gelblicher aus, als sie sind. Also ihr müsst ihr euch so ein kleines bisschen orangener vorstellen. Ich versuche das mal so ein bisschen mit dem Licht hier zu spielen, aber es klappt nicht ganz. Also es ist tatsächlich mehr Karamell als so gelb, wie es jetzt gerade scheint. Und eher schon fast die Farbfamilie. Also nicht dieses Gelb, was es da anzeigt. Dann geht es hier weiter und hier so sieht der Dings aus. Ich muss hier, dachte, ich hätte noch Tafelkerzen, aber irgendwie finde ich sie nicht mehr und deswegen ist es jetzt gerade leer und sieht so aus. Man riecht relativ gut diese Jasmin, diesen Jasmingeruch hier gerade. Mal schauen, ob der sich im Raum verteilt. Und wie gesagt, ich habe da hier noch diesen, ja, dieses Weizengras oder was auch immer das ist hier noch reingemacht. Dann meine Lieblingsecken, die beiden hier. Ich zeige euch das mal, wenn man jetzt auf dem Sofa sitzt, so mittig, dann sieht das so aus. Und ich finde, das sieht halt viel schöner einfach aus als die Rosen vorher. Also es macht, vorher sah es auch cool aus, jetzt sieht es auch cool aus und ich bin mit beiden zufrieden. Und jetzt gefällt es mir halt richtig gut so. Und wie gesagt, ich habe dann noch hier diese weißen Dings dazwischen gemacht. Ich hätte gerne noch sowas wie Weizengras drin hängen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt. Wusste es vorhin noch, aber es ist gerade sehr schwer zu bekommen. Das hier ist noch der Esstisch. Ist auch, finde ich, hübsch geworden und passt hier zu dem ganzen Rest. Nur dieser rote Schirm, der ist irgendwie so ein Dorn in meinem Auge. Aber so sieht das Ganze aus. Die Küche ist gerade eine kleine Katastrophe, die werde ich jetzt sauber machen und eine Freundin kommt gleich zum Essen, deswegen muss ich mich ein ganz kleines bisschen beeilen, aber so ist das hier noch. So, meine Lieben, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr Spaß an dieser Deko-Geschichte habt. Hier sind meine Antennen draußen. Mir macht sowas immer sehr Spaß, ich mag sowas und dann fühle ich mich immer nochmal mehr zu Hause oder nochmal irgendwie neu zu Hause, das ist irgendwie wie so frisch verliebt sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr dasselbe in meinem Schlafzimmer sehen wollt, denn da habe ich auch so ein bisschen so neue Kissen und so ein bisschen neue Bettwäsche und sowas. Da wollte ich auch so ein kleines bisschen was verändern, so kleine Dinge, die aber echt viel ausmachen. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet, denn ich lade 3 Videos die Woche, also 12 im Monat hoch. Ansonsten tausend Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.